Moin, IDS 23. Wen haben wir hier am den Showroom-Stand? Guck mal. Den Hallo, Waldemar. Zusammen. So, ich stell mal ein bisschen, ich kipp mal ein bisschen rüber. Hallo. So. Der liebe Waldemar ist am Stand und macht hier tolle Demos. Ich habe mich dahinter geschlichen, um dem Waldemar ein paar Tipps aus, so ein bisschen so ein Tipps zu locken. Und zwar habe ich ihn gefragt, wie bekommst du die Marmelon-Struktur mit der Ceramotion Montage hin im incisalen Drittel? Ja, da habe ich jetzt, ob das jetzt ein Trick oder Zaubertrick ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich Können mach das. Ist das, komm, Waldemar, können. Das ist Können. Ja. Also wenn wir jetzt eine monolithische Brücke haben oder einen monolithischen Zahn haben, dann nehme ich dafür ganz gerne die violette Paste Lumin dafür. Nee, Quatsch, das war ein falscher Deckel. Das ist die Wasse. Violett. Das ist die 2D? 2D. Um die Marmelons drumherum, ne? Genau, das wird komplett in der Schneide, im Schneidebereich aufgetragen, um die Transluzenz, ich sag mal, vorzutäuschen. Ja. Und wenn man die Marmelons noch mal mehr betonen möchte, dann nehme ich ganz gerne die Blue dazu, also 2D Blue, und positioniere die quasi zwischen den Marmelons drauf, um die Marmelonstruktur, sag mal, zu unterstreichen und die Tiefenwirkung noch mehr zu erzeugen. Ja, um eine Aber bei Blau, Vorsicht. Also wenn es auch Modell schon beißt, dann im Mund wird es richtig beißen. Also ich glaube, so jeder Techniker kennt das Blau. Vorsichtig, dünn drauf, ne? Also nichts mit draufpatschen. Ausprobieren vor allen Dingen ist auch ganz wichtig. Ausprobieren ist das Wichtigste, ja. Für die Marmelons an sich, dass du die Fingerchen da in den incisalen Drittel hast, wo du dann eben halt das Violett und das, ja, manchmal auch das Blue packst. Da kann man, da hast du Body. Da kann man ein Body draufpacken. Body ist natürlich... wenn man es ganz dünn ausstreicht, ist natürlich nicht mehr so intensiv. Ist ja auch für Bodybereich gedacht, damit es Dentinfarbe transportiert. Ja. Ist auch eine 2D-Masse, ne? 2D-Masse, ja. Ansonsten kann man sich die klassischen Malfarben dazu nehmen. Und das Gute daran, dass man bei 2D-Massen direkt mit den klassischen Malfarben erzeugen kann oder intensivieren kann. Ne? Sehr gut. Ja. Hast du das auch schon mal, dass du die mit der Strukturpaste, mit der 3D-Paste irgendwas auflegst? Das machst du dann weniger, ne? Oder gehst du dann anschließend nochmal drüber, um ein bisschen Morphologie noch mit da reinzukriegen, irgendwelche Lichtleisten? Ja, also sag mal, wenn ich 2D-Paste verwende, dann ist es eher so im Leistenbereich palatinal irgendwas zu ergänzen oder okklusal irgendwie eine. Man kann ganz toll auch damit ganz feine Zusatzfissuren. Höckerchen ergänzen, die steht ganz gut, die Masse. Ja, okay. Also die 2D auch schon. Oder nein, die 3D. Mit der 3D, mit der 3D dann, ne? Ja, sehr schön. Ganz gut. Prima, tat gar nicht weh, ne? Ich erzähle das später, wenn die Kamera aus ist. Nein, alles gut. Dankeschön. Ich petze dann. Viel Erfolg. Ich wünsche euch noch was. Schöne Messe noch. Tschüss. Tschüss.